Open Space ist für mich nicht nur eine Technik, mit der man Meetings halten kann, sondern sie spiegelt oder sie hat für mich ganz viel Einzug in mein Selbstverständnis von Arbeit gehalten. Beispielsweise sind viele Meetings bei uns, haben einen Open Space Charakter. Sprich, jeder, der kommen will, ich habe morgen gerade gleich eins, jeder, der kommen will, kommt einfach, weil wenn er denkt, er kann etwas dazu beitragen. Wenn ich die Philosophie zulasse, dass die da sind, genau die richtigen sind, und das Thema, das dort und die Ergebnisse, die dort erarbeitet werden, genau das Richtige sagen und tun und machen, dann habe ich es im Leben viel leichter. Also ich muss mich nicht damit grämen, dass Themen nicht bearbeitet werden, weil sich irgendeiner da ein Thema ausgedacht hat und das von A bis Z durchplant und ein Drehbuch schreibt, sondern ich lasse Dinge einfach zu. Ich lasse der Kreativität freien Lauf, der kollektiven Intelligenz freien Lauf. Und für mich hat Open Space nicht nur diesen Tag, den wir alle zwei Monate verbringen, ganz neue Einblicke gegeben, sondern ein ganz neues Denken tatsächlich in mir eingepflanzt.